Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Baldur's Gate, die Enhanced Edition. Ja, irgendwie hat es immer so, wenn Baldur's Gate rauskommen soll, dass mir irgendwas dazwischen kommt. Jetzt wann müsste das gewesen sein? Sonntag? Ja, keine Folge, weil ich arge Probleme mit meinem PC hatte und schon gedacht hätte, ich müsste den komplett platt machen, was zum Glück nicht der Fall ist. Aber nun ja, nicht, dass jetzt man hier irgendwie glaubt, ich hätte keine Lust auf dieses Projekt, nur, ja, ich sag's ja nur. So, sind hier in Durlaks Keller, beziehungsweise im Keller von Durlaks Turm, vielleicht klingt so ein bisschen besser, wo wir diese komischen vier Wächter hier haben. Und ganz viele tote Menschen. Ach du Scheiße, bleib bitte. Dann bleib. Oh Gott, oh Gott. Du bist ja ein komischer, denn ich verschwinde. Gleich sind sie alle tot. Okay. Okay. Ich seh's ein. Ich wollte eigentlich nur sagen, ja gut, dann lassen wir Rastat jetzt einfach mal so wie er ist und ich kann ja mittlerweile mit Angosch selber Tote erwecken, aber ach du Scheiße. So, hier scoutet nur noch Immerhin für mich die Gänge aus. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Was hat sie denn jetzt? Vielleicht sollte ich jetzt auch Immerhin mal. Ja, ich weiß, ich bin doof. Was wollt ihr? Aber Immerhin sogar zur Anführerin hier machen. Ich denke mal. Ich wollte gerade sagen, kämpfen werden wir ja wohl nicht so häufig, aber. Wir sehen ja die Gegner trotzdem schnell genug. Nur kommt jetzt irgendwie keiner an Immerhin vorbei. Und an Nira erst recht nicht. Rastat stirbt. Rastat ist tot. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Ach, wo hab ich denn jetzt gespeichert? Ja, ich weiß, ich bin also. Es fängt wieder super toll an. Ja, ich bin ein komischer Kauz, ich weiß. Irgendwie ist das auch gerade so laut auf meinen Ohren. So. Ich hoffe mal, ich reiß mich jetzt mal hier wieder ein bisschen zusammen und kriege vielleicht auch mal wieder ein bisschen Skill. Meint, so langsam kann ich ja jetzt nicht mehr die Ausrede benutzen, dass ich es so lange nicht mehr gespielt habe. Ach Mann, was kann ich eigentlich? Was war das denn jetzt noch? Du bist ja ein Irrer. Also langsam wird er bekloppt hier. Ach, da war noch eine Falle. Toll. Jetzt aber, oder? Dankeschön. Meine Fresse. Wollt ihr am besten ja eigentlich alles rausschneiden und sagen, wie ich voll den Skill und das alles beim ersten Mal hinbekomme, aber so habt ihr ja vielleicht noch was zu lachen wegen meiner Doofheit. Von das Rassat überhaupt gegen diesen Grünschleim hier stirbt, das war ja schon lächerlich. Ja komm. Machen fertig. Achso, Fernkampfwaffen sind gegen das Scheißteil unwirksam. Dann hört doch auch einfach mal alle auf, ihr eure zu werfen. Bis der tot ist, gut. Ab wann sind die Grünschleime denn so stark und ab wann geben die 2000 Erfahrung? Wie viel ist sie mitgekriegt? Ja, könnte irgendwann nochmal aufsteigen.
So. Soll ich erst hier mal den Geheimgang benutzen? Ich lug da mal mit Immon rein. Durlak Stolz ist ein Monument zur Erinnerung an den Zwergenhelden Durlak. Ach, das war ein Zwerg. Es ist ein Schwert, das tief in den Felsen gerammt ist und nicht herausgezogen werden kann. Oh mein Gott, er hat hier Excalibur versteckt. Okay, da ist ein Gegner, ein Zombie. Immon, hau mal ganz schnell ab, bevor er dich wittert. Sagt an. So, Immon, du gehst auch mal jetzt hier mal die Gänge entlang. Da ist nämlich zum Beispiel eine Falle, gutes. Sprecht und verschwindet. Herr Dorn, was hast du denn? So, hier mal reingelugt. Da war noch eine Kiste. Eine verschlossene Kiste. Super. Ach, mach mal eben dein Fallensuchen aus. Mal die ganzen... Ach, das sind Bolzen. Oh, die Bolzen kann ich wieder wegwerfen. Ja. Pfeile, einmal hier. Bolzen plus eins. Kannst du... Ach, Dorn ist viel zu weit weg. Mal ein Bolzen, schmeiß mal weg. Die braucht kein Schwein. Pfeile kannst du gar nicht identifizieren, obwohl ich dir jetzt sagen kann, dass es Eispfeile sind. Die Pfeile auch nicht. Obwohl, es könnte auch beißender Pfeil sein. Langbogen der Treffsicherheit. Verfundbarkeitstrank. Ach komm, schmeiß weg. Benutze sowieso keine Tränke. So, ein Plattenpanzertrank der Meister Liebeskunst. Schwachsinn. Ah, jetzt muss eh Onkel Dorn hier runterkommen. Und den Plattenpanzer mitnehmen. Weil sie ihn nicht tragen kann. Sich mit dem auch nicht bewegen kann. So, du kannst dann auch mal die Bolzen an Dorn geben, genauso wie die Bolzen plus eins. Dann nimmst du noch die Verwirrung mit. Geht ihr beide mal wieder zur Gruppe eben zurück. Ihr könnt auch mal nachrücken. Was wollt ihr? Tun wir mal einfach so, als würde ich hier systematisch vorgehen. So, die Spruchrollen an Nira sind jetzt beides keine Zauber, die ich so unbedingt lernen muss. Trotzdem hat sie Verwirrung geschafft. Schwachsinn. Das Zauber führt dazu, dass der Wertstand des Opfers völlig verkümmert, bis es nicht viel intelligenter als ein Maultier. Bis es nicht viel intelligenter ist als sein... Ach, als sein... Ach, gut. Dachte, das ist, müsste eigentlich hinter das Maultier, aber nun gut. Der Zustand ist permanent, bis ein Magiebann erfolgreich auf das Opfer gewirkt wird. Um den Auswirkungen dieses Zaubers zu entgehen, muss das Opfer einen Rettungswurf minus 2 gegen Zauber zu bestehen. Ist, glaube ich, gut gegen Magier, weil die dann nicht mehr zaubern können. Ansonsten leider ziemlich irrelevant. Du kannst ich verwechsel mal Rastatt und Bellof. Bellof mal einen Plattenpanzer. Plattenpanzer plus 3. Das ist ja mal geil. Der müsste eigentlich voll gut sein. Mein plus 3 ist irgendwie schlecht. Kann aber nicht weswegen, wegen dem Schutzring nicht tragen. Er hat plus 4. Konnte er sich den Schutzring sparen. Was ist denn mit Dorn? Dorn hat den Schutzumhang, ne? Heißt, er kann ihn höchstwahrscheinlich auch nicht tragen. Lohnt sich das denn dann jetzt ja eigentlich schon, weil dann der Schutzring oder der Schutzumhang frei wird? Nehmen wir den Schutzring weg. Ein Plattenpanzer. So, und das kannst du dann... Ne, Berloff hat ja schon. Nira. Zauberring. Was kann der? Ah, doppelt so viele Zauber auf dem ersten Grad ist schon geil. Dann ersetzt mal den Energiering mit dem Schutzring. Ja.
Oder anders, gibt Dorn den Schutzring, dafür zieht er sich sein Mäntelchen aus. Gibst du mal den Mantel ihr, dann kann sie tatsächlich noch den Ring beibehalten. Das ist doch super. Ich hab genug davon. Also teilweise findet man hier echt gute Sachen. Ich gehe mal weiter mit Immon hier lang. Oh, da sollte ich wieder das Fallensuchen einschalten. Spinne! Weg mit die Immon. Vor die Spinne, die ich sieht. Immon, Pause, Feind gesichtet. Ach, da oben ist dann noch ein Skelett. Ja, dann geh mal wieder zurück. Dann kommen wir dann doch mal mit den anderen noch vorbei. Kannst du das Skelett eigentlich schon mal anlocken? Da haben wir noch eine Falle, die kannst du mal schnell entfernen. Schlossen ist auch noch. Achso, ist mit, nicht mit einem herkömmlichen Schloss gesichert. Schreibtischschublade ist durch ein einbruchssicheres, seltsam aussehendes Schloss verriegelt. Ihr werdet wohl den Schlüssel suchen müssen. Achso, hier unten stehen die Nachrichten auch immer. So, Skelett, komm mal her. Es kommt schon. Locken wir es doch mal zu den anderen. Ja, komm du nur mal her. Spinne versuche ich nicht anzulocken, weil höchstwahrscheinlich schneller ist wie immer. Und ihr haut ab, dass ich... Okay, ich fand es jetzt irgendwie lustig, wie Dorn so ultra kurzen Prozess gemacht hat. Ja, komm. Er hat nichts Wichtiges dabei, nur ein Kriegshammer. Machen wir Fallen entdecken wieder an. So. Ah, Kriegerskelett. So, das kommt auch. Dürften zwar keine Fallen sein, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Heißt es doch so schön, außerdem, ja, wie die immer erst hier voll weglaufen, da kommt noch ein Skelett, alles klar. So, Angoshu, kümmerst du mal darum, Rasat, du hilfst hier mal der guten Immon. Dürfte zwar auch mal kurz im Nahkampf standhalten. Betonung liegt auf kurz. Ich weiß auch gar nicht, was Angosha jetzt hier wieder für einen Blödsinn treibt. Der kann mal schwere Wunden heilen. Auf sich selbst wirken. Und sterben. Ach, und ich hab hier... Ich habe hier erst gespeichert. Okay, aber ich habe scheinbar schon alles identifiziert und rumgeschoben. Ach, weißt du was? So. Immer euch zwei drei Knattertüten. Oh, jetzt mal mit euch den da oben um. Gegen die Skelette brauche ich jetzt meine Fernkämpfer sowieso nicht. So, Kriegerskelett. Mein Angosch hat doch jetzt so seine tolle neue Rüstung, die aber scheinbar gar nichts bringt. Alter. Ach, Rasat. Kannst du mal aufhören, im Weg zu stehen? So, weg mit dir. Das Kriegerskelett hier hat scheinbar doch einiges drauf. Ich glaube, hier wäre sogar tatsächlich Rasats Fäuste besser. Weil die als stumpfe Waffe gelten. Ja, Rasat, hau doch auch einfach mal ab. Du dürftest ja dem Skelett eh viel zu schnell sein. So. Was hast du denn jetzt auf dich verschwendet? Ich habe keine Ahnung. Aber mach mal doch schwere Wunden heilen auf Rasat. So, Dorn muss allerdings auch mal eben abhauen. Du haust auch mal ab und du, habe ich nicht gesagt, du sollst zaubern? Ja, das interessiert ihn aber gar nicht. Ja? Was? Achso, Rasat versucht sich hier in den
werde mich dieser Aufgabe annehmen. Macht ihr denn alles für komischen Scheiß hier? Wie kann ich helfen? So. Ach, ich hab Rastat ja das dämliche Schurken. Ich erwarte eure Anweisung. Ding hier, ja. Mal wieder merkt man, dass ich hier doch noch wieder unbeholfen bin. Kämpfer defensiv, macht das mal lieber. Tritt mal aus den scheiß Schatten hervor. Warte. Für Dorn brauchst du keine schwere Wundheilung. Da reicht noch eine mittlere. Ihr wünscht, wie kann ich helfen? Habe ich jetzt auf dich gezaubert? Meine Güte, ey. Ich muss mich mal hier zusammenreißen. Ist ja echt furchtbar. So. Jetzt auf den... Ich bin vorbereitet. Sag mal, Rastat. Selune führt meine Hand. Okay, jetzt wäre eine schwere Wundheilung für Dorn ganz angemessen. Wollen wir denn nochmal einen Schaden reinbekommen? Nein, ich wollte Dorn bewegen und nicht dich. Oh, meine Fresse. Ja, Rastat ist ja immer noch... Ach, immer, na, hau da mal ab. Jungs, haut generell mal ab. Vielleicht generell mal du mit dem Flammenpfeil. Dem Tode nahe, Kriegerskelett. Ja, dann reicht vielleicht ja auch ein schnelles magisches Geschoss. Magiewiderstand. Ja, natürlich. Ach, jetzt. Das hat er noch angespannt. Zaubern unterbrochen. Ey, ich krieg die Krise. Hau mir doch mal bitte das Skelett um. So. Hier vielleicht mal ein Flammenpfeil. Muss Immon eigentlich hin? Ja, Immon rennt in die Weltgeschichte weg. Okay, das hat gereicht, um das Ding zu zerlegen, obwohl Rastat sogar Berloff nur 5 Schaden verursacht hat. Genial. Vielleicht hasst auf euch hier unten. Okay, jetzt brauchst du es auch nicht mehr. 4000 Erfahrungspunkte. War das Durlak höchstpersönlich, oder was? Auf jeden Fall einen magischen Zweihänder. Alles andere hätte mich auch gewundert. Ein Granat. So. Onkel Berloff, sag mir mal, was das für Charakter ist, so weit entfernt. Komm. Wo ist denn immer hingelaufen? Ah, dahin. Ich hab doch immer ausgewählt. Eine Fresse. Immer dieser Dingens, dieser Dorn. Es ist nur ein Zweihänder plus 1. Damit hat er uns so malträtiert. Was hat er für einen Angriffswert gehabt? Okay, du bist so langsam auch voll. Steck mal die Bolzen hier. Werf mal die Bücher weg. Wir sind leseunwilliges voll. Elfenspeer der Verstrickung. Er ist nicht verflucht. Wieso kriege ich den nicht verkauft? ETW 0 Bonus plus 2. Heißt das, dass er jetzt um 2 reduziert wird? Wer kann den denn nur verwenden? Kann nicht verwendet werden von Kleriker, Kleriker Magier, Kleriker Dieb, generell allen Klerikern. Kämpfer-Kombination mit Klerikern. Magiern und Dieben. Halborken, Zwergen, Halbelfen. Okay, muss ein Elf denn? Okay. Achso, dies ist ein einfacher, kurzer Speer mit blattförmiger Spitze, ausbalanciert für eine schlankische, elfische Hand. Der Magier Talantir verzauberte diese Waffe für Kivan von Chilmister. Ah, so. Wo habe ich den jetzt her? Ach, ich frage einfach gar nicht. Ist zu lange her, das weiß ich nicht mehr. Was wollt ihr? Gibt es denn wirklich niemand anderen, den was wollte ich denn jetzt?
Also dem wollte ich Immung geben. Und Rasten wäre vielleicht mal ganz gut. Wenn wir das hier hinkriegen. Kriegen wir natürlich nicht hin. Düster Schreckchens. Wieso hat Dorn jetzt die Armbrust, weil ich die Munition dafür eingefügt habe? Hau mal ab. Lass dich bitte nicht hier sofort töten. Ach, komm hier, greif an. Ihr haut bitte ab. Ich stelle mich diese Folge so doof an, ich weiß. So. Hier klopfen braucht keiner. So, nochmal speichern. Mal versuchen zu rasten. Das hat diesmal sogar geklappt. Ich bin ja hellauf begeistert. Gehen wir mal mit allen hier in den Raum. Meine Fallen haben wir entfernt mit Immon. Trotzdem geht Immon jetzt allein hier oben in diesen Schatzraum. Die Gruppengesinnung habe ich aus. Ist noch eine Geheimtür? Ja. Alter, lässt sich auch jemand anderen hier durchgucken. So, Perle, Perle, Perlenkette, magische Kugeln, generell magische Munition. Ein seltsamer Schlüssel. Okay, kann ich alles noch nicht mitnehmen. Wie viel trägst du? Ach, sollte ich bei dir nicht vielleicht auch mal einfach die ganzen Tränke wegwerfen? Ich weiß es nicht. So, die Perlenkette und das alles kannst du ja immer umgeben. Den Elfenspeer der Verstrickung, den werde ich jetzt weg. Das werde ich bestimmt bereuen, aber ich werde eh keinen Käufer für den finden. Habe ich so das Gefühl. Da weg damit. So eine Tranktragetasche, die wäre natürlich auch super. So, den seltsamen Schlüssel nimmst du mit. Bestimmt für die Kommode. Kannst du den kleinen Schild identifizieren? Das ist einfach nur ein kleiner Schild plus eins. Gib dir mal an, Grosch. Ja, eigentlich besser wie das, was du hast. Sogar egal, ob mittlerer Schild oder kleiner Schild. K-Bonus minus 2. K-Bonus. Ach, kein Schutz vor Geschosswaffen. Ach so. Nee, dann, bleibe ich doch beim mittleren Schild. Magische Munition lasse ich jetzt mal da liegen. Ebenso wie hier ein Morgenstern-Komposit-Langbogen. 2000 irgendwas Gold. Die magischen Wurfpfeile nehme ich allerdings mit. Ja, wenn ich irgendwann mal magische Munition brauche, weiß ich, wo ich sie finde. Wurfpfeile plus 1. Da freut sich der nette Onkel Berloff drüber. Dem auch mal wieder so langsam die Wurfpfeile ausgehen, wie so üblich. Dann gehen wir mal unten hier an die Kommode dran. Ich denke mal, dafür wird der Schlüssel ja gemacht sein. Schalter für eine Maschine. Chaos, Gold, Blausteinhalskette. Warum kann er das jetzt wieder alles nicht mitnehmen? Hier den. Ist das überhaupt glänzender irgendwas? Nimm. Trank der Stärke. Ach komm, weiße Hau einfach. Oder auch einfach weg. Stern irgendwas. Ich behalte mal den seltsamen Schlüssel jetzt so. Steck. Achso, der kann da gar nicht rein. Ein Weilchen behalten. Vielleicht ist es ja einer dieser Gegenstände, die diese Wächter haben wollen. Öffnen wir mal die Geheimtür. Lassen Immon mal da reingehen. Und schnell wieder zurücktreten, weil sie sonst beinahe die Falle ausgelöst hätte. Sie sucht auch schon wieder nicht nach Fallen. So, hier haben wir Geheimtüren, ganz viele Geheimtüren. Ist ja alles total miteinander vertakelt. Ah, ich sehe, glaube ich, jetzt schon, wo wir den Hebel für brauchen. Oder? Doch nicht?
Wenn ich hier hoch kann, dann... Okay, nee, scheinbar nicht. Oder könnte ich jetzt mit Dorn hier irgendwas machen, weil er die im Gepäck hat? Ist eine Falle? Wäre Immo nicht gerade drüber gelaufen? Ja, die Tatsache ignoriere ich jetzt mal, dass Immo einfach über die Falle gelaufen ist. Du sollst schon die Tür aufmachen. Fleischgolem. Ich würde mal sagen, volle Fahrt zurück. So, wo gehe ich? Gehe ich denn jetzt eher am besten her? Ich höre zu. Vielleicht gehe ich auch einfach da unten her, wo die Spinne war. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Wo gar keine Spinne mehr ist, sondern jetzt nur noch der Fleischgolem, okay. Der Dorn erstmal so hart in die Fresse haut und Rassad auch. Okay, Rassad, verschwinde mal. Lass dich mal vom sich versteckenden Angosch heilen. So. Ach, das ist wieder so ein Kriegerskelett. Ah, ich sehe uns schon wieder elendig krepieren. Ja, einmal wieder neu geladen. Also, dieser Turm geht mir gerade sowas von auf den Senkel. Das lässt sich gerade gar nicht in Worte packen. So. Selune führt meine Hand. Sagt Angriff. Ja, Angosch in der zweiten Reihe finde ich okay. Der kann direkt mal eine mittlere Wundheilung schon mal raushauen. Das können wir eigentlich auch direkt schon mal speichern. Dann haben wir zumindest den Fleischgolem schon mal weg. So, ihr stoppt mal hier. Stopp, stopp, stopp. Geh wieder zurück. Du auch. Stopp. Will den hier im Gang bekämpfen. So, das Kriegerskelett will, dass wir sterben. Fängt deswegen auch an, Dorn hart zu verprügeln. Es hat Magie widerstanden, ne? Das dumme Mistteil. Oder? Na, wir zaubern mal Hast. Heil ihn doch! Okay, die Heilung, die war ja mal... Okay, wir versuchen es vorher mit Hass. Das macht mal der gute Berloff. Schutz vor Versteinungen braucht kein Mensch. Also zumindest hier nicht. Wortloses Zaubern. Ansonsten noch so für Buffs Unsichtbares entdecken. Das braucht auch niemand. Schild kann er leider nur auf sich selbst zaubern. Und verschwindet. So, vielleicht schaffen wir es ja mit Hast. Das Ding. Ach, da ist noch ein Fleisch. Ach, das sind zwei Fleischgolems. Ja, das kann ich, glaube ich, vergessen hier. Schwere Wunden heilen. Hast du nie noch einen Heiltrank im Inventar? Natürlich nicht. Nimm doch vier von Angosch und schlürf mal ein. Hat ja ultra viel gebracht. Nicht. Ach, weißt du was? Rassad bleibt jetzt einfach tot. Das ist mir jetzt sowas von egal. Ja, okay. Glaube ich, hier sollte man erst, keine Ahnung, zum Schluss des Spiels hin. So, komm. Deine Heilung bringt ja auch sowas von gar nichts. Hau ihn doch einfach weg. Oh, das Kriegerskelett ist sogar tot. Kannst du dir beim Golem Leben saugen? Das wäre super. Hat ja mehr gebracht, teilweise die Heilung. Versucht, Schritt zu halten. So, es
So, auf welchem Grad konntest du nochmal Todesteil erwecken? Ich glaube, es war der 4. Oder war es der 3. sogar schon? Tote beleben. Ach, scheiße, es belebt nur Untote. Mist, ich dachte, das wäre dieser Totenerwecken-Zauber, den es in Neverwinter Nights 2 auch gibt. Ärgerlich. Komm, du blödes Kackviech. Nein, Angosch, du bist der Letzte, der hier vorne ranläuft. So, ist er doch nicht. So, greif mal an. Was wollt ihr denn? Vielleicht ist er ja nur gegen niedrige Zauber gerade immun, wünschenwert wär's. Wenn eure Flammenpfeile mindestens Schaden machen würden. Nein. Warum haust du denn jetzt ab? Greif an. Vielleicht ist das ja irgendwie das Zünglein an der Waage. So, hau ab. Heil dich. Und ihr tötet das Mistviech. Ja, immerhin, das haben sie jetzt geschafft. Einen weiteren 200 plus 1 ist wahrscheinlich und ein Feuerball. Kannst du Feuerball schon? Tatsächlich. Ja, hier 200 plus 1 kriegst du noch nicht identifiziert. Dann macht es eben der Bärlauf. Also, ne, wenn man jetzt hier irgendwie so eine Zweihandkrieger-Armee haben möchte, die alle doch bitte nochmal ein plus 2 1 Schwert haben sollen, dann geflüstern euer Ort. Okay, noch mehr Geflüster. Vielleicht gehen wir einfach hier hin, wo es vielleicht weniger flüstert. Ja, das weniger Flüstern hat es gebracht. Sehr schön. Ich wäre jetzt auch sehr verbunden, wenn wir, wenn das letzte Kriegerskelett war, gegen das wir haben kämpfen müssen. Die gehen mir nämlich dezent auf den Zeiger. Ja, immerhin der Fleischgolem weiß, wann es Zeit zu sterben ist. Das war wohl scheinbar das altertümliche Fitnessstudio, wie es ja aussieht. Das ist, jetzt designtechnisch gerade gar nicht so cool. So. Gehen wir uns mal ein bisschen weiter vorwärts. Aber hauptsächlich mit Immon. Was ist es diesmal? Jetzt rette ich die Lage. Ja, Nira, als ob du irgendwen retten würdest. Vielleicht nochmal speichern. Ja, das war mal. Das war eine gute Entscheidung. Hast du auch auf die Falle gedrückt? Nicht, dass du jetzt sonst wohin läufst und die Falle noch auslöst. Hallo? Ist hier irgendwas, irgendjemand? Hier ist eine Geheimtür, hinter der sich eine Falle verbirgt. Ja, ich wollte gerade sagen, Wetten, hier ist auch eine Geheimtür. Können wir mit irgendeinem von dem reden? Doch, ich schlafe noch immer. Ja. Da brauchen wir bestimmt irgendwie diesen Glockenschlägel. Ihr habt des Rätsels Lösung. Ich bin die Habsucht. Ich werde das Verderben über euch bringen an diesem Ort der Verdammnis. Gegenstand eingebüßt, den. Ja, diesen Beljurel. Haben wir für dich was? Sie hat meine Tat noch nicht gewürdigt. Okay, da weiß ich gerade noch nicht. Haben wir für dich was? Ihr habt noch nicht, was ich benötige. Du bist ja Wahnsinn. Ach so. Ja. So. Ja, ich sag ja schon an. Gehen wir dann doch mal wieder hier alle hin. Huch, nee, eine Markierung wollte ich jetzt nicht machen. Wenn ich die... Nein. Ach, was tue ich denn gerade? Hier. Dass ich hier bei der Maschine nichts machen kann, wundert mich. Schwert, was man hier rausziehen kann. Ach, wir brauchen einen König. Ach, hier haben wir noch was.
Och nee, jetzt ist Dorn auch noch schon wieder verzaubert. Ich könnte ein wenig kotzen und mal eben schneiden. Bis gleich. So, war jetzt zum Glück nicht so lange verflucht. Weintrauben. Okay, da haben wir die nächste Rätsellösung. Geistige Beherrschung. Wurfpfeile. Her damit. Ein Dolch. So, dann, geistige Beherrschung kannst du nicht lernen. Ach, kann ich verwendet werden von Magier? Ist das, ein Klerikerzauber? Scheint fast so. Ähnelt dem Magierzauber Beherrschung. Ja, scheinbar. Könnten wir die Schriftrolle dann verwenden? Nö. Ach, keine Ahnung. Versucht Schritt, sagt an. Ist ja jetzt auch egal. Können wir ruhig schon mal die Weintrauben abgeben. Für einen der Wächter. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher es war. Ich meine du hier. Du hättest was von lieblichen Wein gesagt. Nee, Quatsch. Ach, du bist der Wahnsinn. Gib mir den süßen Wein. Weintrauben. Ah, den muss ich bestimmt erst pressen, ne? Ja. Gut, wäre jetzt auch ein bisschen zu einfach gewesen. Müssen wir nur irgendwie noch eine Weintraubenpresse finden. Daraus entsteht zwar eigentlich kein Wein, feindgesichtet. Warte, den bekämpfen wir hier. Falls er überhaupt schon zu uns kommt zum Kämpfen. Einmal schnell speichern. Und dann die gute Immun erstmal vorschicken. Ja, feindgesichtet. Nein, es ist schon wieder ein Kriegerskelett. Ich hatte gehofft, es wäre ein ganz normales Skelett. Ah, haut ihr mal ganz geschwind ab. Ihr habt geläutet? Du gibst ganz geschwind Hast. Du bist Janko, denn ich verschwinde jetzt. Sagt an. So. Ja, ihr bleibt mal hier. Wieso kriegt Rassat nie Hast? Ist er dagegen irgendwie immun oder so? Sollte immer mit den Fäusten kämpfen, glaube ich. Das wäre besser. Weil es eine stumpfe Waffe ist. Er war auch gegen die Flammenpfeile gefeilt, oder? Spiegelbilder würden mehr... Würden jetzt was bringen, wenn du das auch auf andere zaubern könntest. Das könnte ich denn zum Beispiel mit Nahals gewagter Hexerei machen. Panzer. Klopfen. Glitzerstaub. Eigentlich auch nichts, was ich brauche. Was ist das hier noch? Roter Feuerschild. Besserter Kauschild. Naja. Kann ich das jetzt abbrechen, indem ich einfach einen anderen Charakter wähle? Scheinbar. So, Dorn kriegt jetzt schon mal eine Heilung rein. So. Dachte, er trifft eigentlich nochmal. So. Es ist tot. Wunderherrlich. Was wollt ihr doch? Gib mir deinen 2 Hinder plus 1. Die nochmal vom lieben Berloff identifizieren lasse. Den kann er jetzt auch mal selber im Inventar behalten. Was hast du da eigentlich für Stiefel? Ach, die 7-Meilen-Stiefel. Da laufen die echt unglaublich schnell mit. Und Hast haben sie ja jetzt auch noch drauf. So, einmal hier in den Raum. Da ist auch direkt eine Falle. Ich wollte gerade sagen, ich schaue mich gleich mal mit Immun um. Ist es auch verschlossen? Nee, tatsächlich nicht. Ja, geh du mal dahin. Eine kaputte Waffe.
einen Rubinring, den ich jetzt nicht mehr aufheben kann. Ach, die Wurfpfeile kannst du mal ihm hier geben. Trank der Lebenskraft. Ja, hier, komm. Schmeiß auch mal weg. Braucht kein Mensch. Das kaputte Schwert. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass wir das irgendwie abgeben müssen. Du entschärfst mal die Falle und machst sie mal auf. Da ist noch eine kaputte Waffe drin. Okay, dann glaube ich es vielleicht eher doch nicht, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Trank der Freiheit. Ich lasse jetzt auch Tränke liegen. Na, ganz ehrlich, ich brauche sie nicht. Einmal rasten vielleicht. Das hat sogar geklappt. Ich wollte gerade sagen, ach, ich bin doch doof hier in den Gängen. Könnt ihr ja scheinbar gar nicht rasten, aber wie ich sehe, lag ich mit der Annahme wohl falsch. Okay. Der Raum sieht irgendwie. Es begab sich, dass der Held Durlak und sein bewaffneter Mitstreiter Arlo Steinklinge bis in die Tiefe der großen Spalte vordrangen. Sie kämpfen gegen den furchterregenden Tanari lädt er keine Ahnung. Und Durlak erschlug den Körper des Dämons mit einem einzigen Streich seiner Axt. Danach zwang er den Geist das Monster in einen verzauberten Dolch. Warte mal, ein verzauberter Dolch? Durlak zog durch die Trollberge und tötete alle Monster. Da steht da Wiesel. Warum wurde mir das jetzt hier nicht angezeigt? Wiselsme war dem mächtigen Durlak nicht gewachsen. Die Zauber des Drachenwahl konnten ihn nicht anhaben. Und ihr Atem war für Durlak nur eine sanfte Brise. Ach, jetzt wird es mir doch hier unten angezeigt. Das Buch kann ich nicht auswählen, Fragezeichen, aber das hier. Wie ein leibhaftiger Gott des Kampfes trat Durlak gegen die Drow an und erschlug die Tausend. Beim Lesen des Buches hört ihr ein klickendes Geräusch, als ob etwas aktiviert wurde. Eine Sekunde später hört ihr ein Summen und seht ein Leuchten, das aus der Richtung des Korridors herüberscheint. Kann ich jetzt... Genau! Durlak Stolz, ihr habt meine Taten zum Glanz erhoben und mein Schwert leuchtet nun vor Stolz. Ah, sehr schön. Das finde ich irgendwie cool. So, hier, das mit diesen Wächtern da... Das haben die echt knuffig gemacht. Ich mag ja auch eigentlich so Rätsel. So, wo sind wir hier? Da können wir was mitnehmen. 10 Heiltränke. Kannst du dem lieben Onkel Rassad geben, der natürlich viel zu weit entfernt ist? Ich dödel. Ich vergesse das immer, dass man hier in der Nähe stehen muss. Um denen die Sachen zu geben. So, hau dir die mal einen Gürtel dran und schmeiß weg, was auch immer das war. Ich verschwinde jetzt. Ich weiß, bestimmt sind die Tränke eigentlich ultra gut und ich verliere hier bestimmt andauernd, nur weil ich keine Tränke nutze, aber weiß nicht, das ist sowieso meine Philosophie im Spiel. Keine Tränke zu nehmen und das immer und stirbt gehört auch zu meiner Philosophie. So, jetzt vielleicht mal langsamer vorrücken. Versuchen, die Falle zu finden. Da war sie. Schnell wieder abgespeichert. Vielleicht nenne ich die Folge Dumb Ways to Die. Es würde passen. Vor allem, hier ist ja noch niemals was. Es ist eine Sackgasse. Warte mal, dann frage ich mich... Ach, hier kommt man bestimmt noch weiter. Ich wollte nämlich gerade sagen, wie soll ich denn die anderen Aufgaben meistern? Blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. So. Dann hätten wir zwei der Wächter ja tatsächlich schon besänftigt. Ach, er ist auch weg. Warte mal, warst du nicht auch schon weg eigentlich? Ich hab noch nicht, was ich benötige.
Ich hatte doch noch die Gier besänftigt, oder nicht? Ach, nee, ah, er war noch nicht weg. Ihr habt das Rätsels Lösung. Ich bin der Stolz. Ich bin der Fluch dieses Ortes. Ja, das war mein Timer. Nochmal 2000 Erfahrung. Also an Erfahrung mangelt es hier auch nicht. Ja, wie ihr schon gehört habt, ist das der Ende dieser Folge. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Baldur's Gate, die Enhanced Edition. Ich weiß nicht, was Bell of jetzt hat. Naja, macht's gut.